Was geht ab, meine Ossi-Fighter Hose? Und heute zum Showcase zu Transforming Vegeta. Bevor wir dann anfangen, Freunde, brauche ich euer Feedback. Denn normalerweise, wenn ich die neuen Charaktere ziehe, mache ich hier ein Teambuild-Guide und Showcase-Video alles in einem. Ich gehe zuerst auf den Teambuild-Guide-Aspekt ein und dann kommt sein Showcase. Das letzte Mal haben wir das getrennt. Da gab es ein separates Video zu Gohan und Broly, sag ich mal, weil ich sie anfangs nicht gezogen habe, wo ich quasi nur auf ihr Teambuild-Guide-Aspekt eingegangen bin. Mit der Page kann ich jedem empfehlen, Dokkan Battle Builder. Da könnt ihr das Ganze schön zeigen mit den Links ins Graphen. Ich könnte mich direkt auf das, beziehungsweise meine volle Konzentration darauf richten, auf den Team-Mitguide-Aspekt und könnt euch mehrere Szenarien zeigen und auf die Allgemeinheit eingehen, weil ich durch die Webpage natürlich dann oder durch die Webseite alle Charaktere hatte und das ist auf jeden Fall auf eure Nachfrage gewesen und kam auch gut an. Deswegen würde ich gerne in Zukunft das folgendermaßen machen. Jetzt am Beispiel von Vegeta. Heute wird es ein Showcase-Video geben. Ich will drei Teams von ihm zeigen, drei Team-Konstellationen. Darauf werde ich natürlich aber auch sagen, was ich mir dabei gedacht habe und so fort. Und dann würde ich gerne die Tage dann mit der mit Dokkan Battle Builder quasi ein Teambuild-Guide-Aspekt-Video raushauen. Also würde ich das Ganze gerne in Zukunft trennen. Und da ist dann quasi euer Feedback gefragt. Wollt ihr das so sehen oder sagt ihr nee, alles in einem? Und da brauche ich auf jeden Fall euer Feedback. Aber wie gesagt, da, wenn ich beides trennen könnte, wäre es meiner Meinung nach auch für mich besser. Dann kann ich konzentriert auf beide Sachen jeweils eingehen. Also in dem Fall Konzentration jetzt auf die Team-Showcases und dann im Endeffekt auf den Teambuild-Guide-Aspekt. Jedenfalls fangen wir einfach mal an. Wir haben hier physisch, super physisch Vegeta. Auf 55%, kein Dupe. Wenn ihr Dupes von ihm zieht, könnt ihr auf Crit gehen. Rest Additional Attack, also 15 Crit, 11 Additional Attack an der Stelle. Sein Leader Skill ergibt der Pure Saiyan Skill Key plus 3 HP Attack und F 150% oder Super Class, also jedem Hero Charakter Key plus 3 HP Attack und F 100%. Dementsprechend meiner Meinung nach wirklich einer der nutzerfreundlichsten Leader Skills, will ich mal sagen. Was meine ich damit? Es gibt so viele Pure Saiyan Charaktere, die gut sind. Es gibt viele Free-to-Play Charaktere. Du kannst einfach jeden Superclass-Charakter mit reinnehmen. Es gibt sehr viele Superclass-Charaktere. Also nutzerfreundlich in dem Sinne, sowohl für Anfänger, sowohl die manchmal spielen, sowohl die sehr lange spielen. Egal, jeder kann wirklich hier wirklich mit dem Skill was anfangen und gute Teams bauen, und weil es einfach facettenreich ist und die Auswahl groß ist. Man hat eine sehr große Auswahl an Charakteren und meiner Meinung nach deswegen wirklich ein sehr guter Leader-Skill. Erhöht mit seiner Super-Attack seine Verteidigung, das ist 30%. Und macht immense Damage, hat keine Begrenzung, erhöht sie immer und immer wieder. Bis zur Vegeta Blue Form, da ändert sich der Buff der Super Attack. Und zwar, seine Pass ist folgendermaßen: Anfangs hat er auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Bekommt dann zusätzlich pro Key, egal welche Farbe, pro Key, den er einsammelt, 6% auf den Angriff. Transformiert sich dann jedes Mal natürlich, wenn die Bedingungen stimmen. Und zwar muss er jede Runde, in der er reinkommt, transformiert er sich. Er wird zu Super Vegeta. Dann, was draufkommt, jede Transformation sind 10% auf Angriff und Verteidigung und 1% auf pro Key, den er einsammelt. Und dann geht zu Super Saiyan 2. Von Super Saiyan, Super Vegeta und Super Saiyan 2 sind die Links ins folgendermaßen: Super Saiyan Royal Lineage, Prodigy Saiyan, Pride, Golden Warrior, Prepare for Battle. Im Endeffekt sind das Key plus 4. 50% auf den Angriff. Ab God Vegeta ändert sich das Ganze ein wenig. Er verliert Saiyan Pride Golden Warrior, bekommt dazu Godly Powers und 15% auf den Angriff. Warrior God 10% und Overner Flash Key plus 3. Und dann schlussendlich auf seiner letzten Transformation behält er Godly Power Warrior Gods und verliert Overner Flash, bekommt wieder Prepare for Battle. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und was sich ändert, wie gesagt, er macht damit der Super Attack, erhöht er seinen Angriff stark für eine Runde. Das sind 50% auf den SM Multiplier, weiterhin immense Damage und die Pass im Endeffekt dann folgendermaßen: auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 120% pro Key, den er einsammelt, bekommt er 10% auf den Angriff zusätzlich dazu. Und einmalig tut er das ganze Feld komplett in physisch Key umändern. Und das sind dann 23 Key. Und wenn er die alle einsammelt, Freunde, hielt er sich zum einen übertrieben gut hoch, weil das physisch Key sind, selber Typus. Und bekommt dann 230% auf den Angriff nochmal drauf. Also der wird auf jeden Fall gut was raus von der letzten Transformation. Kategorie Pure Saints, Vegeta's Family, Full Power, Realm of Gods, Transformation Boost. Eines muss ich auch vorweg sagen und eines werde ich euch heute auch beweisen. Er ist nicht abhängig von seiner letzten Transformation. An sich die Transformation-Charaktere, Freunde. Natürlich, man will diese letzte Transformation erreichen. Sie ist aber schwer zu erreichen. Das sind 9 Runden, wenn es gut läuft. Und dann hat man die letzte Transformation. So lange geht nicht jedes Event. Aber man will es sehen, wie gesagt. Aber sie sind wirklich nicht davon abhängig. Vor allem Vegeta macht einen sehr, sehr guten Job von Super Saiyan, Super Vegeta und Super Saiyan 2, weil seine Link-Skills, sag ich mal, die Standard-Link-Skills jedes Super Saiyans sind, Prepare for Battle, Super Saiyan Fierce Battle, oder die Standard-Link-Skills von Super-Class-Charakteren oder ich sag mal Saiyans, oder von Charakteren, die in seinem Leader-Skill sind. Also er ist wirklich sehr nutzerfreundlich. Das haben wir auf jeden Fall, glaube ich mal,
quasi ja gemeinsam beschlossen und das werde ich jetzt quasi euch beweisen. Zum einen habe ich 3 Teams mir gebaut, ein allgemeines Team, was ich so allgemein spiele, da werden wir Super Vegeta mit dem Super Vegeta, also Super Saiyan Vegeta mit Super Vegeta in der Rotation hatten 7 von 7 Linkskills, andere Margin und Bardock, Ele Broly rein raussortieren, ich habe Paurus als Supporter, hätte ich Ele Super Saiyan 3 Goku, würde ich ihn für Bardock reintun, hätte ich Thales, würde ich Thales reintun, man könnte auch natürlich Broly mit Vegeta in der Rotation spielen oder physisch Broly mit Ele Broly oder mit Sai Supportern einfach spielen, würde auf jeden Fall auch gehen. Hier werde ich einfach allgemein, so wie ich mein Pure Saiyan Team spiele, in das Event reingehen, nehmen wir mal spielen und dann gucken wir auf jeden Fall, wie er sich so macht und dann werde ich hier in dieses Team reingehen und beziehungsweise in diesem Szenario werde ich euch beweisen, wie ob er quasi beziehungsweise werden wir das an sich sehen, dass er nicht abhängig von der letzten Transformation ist, aber hier werde ich euch zeigen, was es ausmacht, 7 von 7 Linkskills, also jeden Linkskill zu haben und nicht. Heißt, ich werde eine Rotation halten mit Super Vegeta, den Friend da mit Evo Vegeta. Evo Vegeta hat dann noch natürlich für ihn, also er hat für ihn Royal Lineage, Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan Prodigies. Eigentlich hätte ich gerne die Standard-Linkskills eines Super Saiyan gezeigt, also an der Stelle Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle in Rotation mit ihm. Das würde ich eigentlich euch auch gerne zeigen, aber das sehen wir dann im ersten Team. Nur hier geht es mir dann quasi um den Kontrast 7 von 7 Linkskills und quasi nicht, ich sag mal das Minimum, das Mindest- oder Standard-Linkskills. Man könnte statt Evo auch Broly mitnehmen, Argel oder physisch, die haben auch zusätzlich Prodigies, aber ich habe mir mal Evo genommen, damit wir mal sehen, ey, wie macht es Evo Vegeta mit ihm in der Rotation, rechts ein Supporter. Und im letzten Team, das letzte Team ist meiner Meinung nach wirklich nice und das macht mir sehr viel Spaß. In dem letzten Team habe ich das Team so gebaut, dass ich ihn von der ersten Transformation bis zur letzten Transformation vollends ausschöpfen kann. Von der Transformation Super Saiyan, Super Vegeta und Super Saiyan 2 werde ich ihn halten mit Super Vegeta in 7 von 7 Linkskills. Dann, wenn er zu Gott wird, werde ich meinen Strength Gott Vegeta rausrotieren aus der LM Margin Rotation. Dann werde ich Bardock hier in die Rotation setzen, sodass der Gott Vegeta in die Rotation dann reinkommt, wenn mein physisch auch zu Gott wird und dann zu Blue und das Ganze bleibt, sodass sie sich bis zu 60% auf den Angriff teilen. Und habe noch einen Supporter am Start, Freunde. Das sind quasi die Team Setups und ihr merkt schon, wenn ich das Ganze teile, kann ich eben konzentriert auf die Team Setups eingehen. Jetzt haben wir quasi 3 Setups, die wir uns ansehen werden. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal sofort in ein Event. Alles klar, Freunde, und wir sind hier mit dem ersten Team an der Stelle, sag ich mal, mein Standard Pure Saiyan Team, sag ich mal, und hier sieht man schon zum Beispiel, hier werden wir auch gleich sehen, okay, wie tut er sich ohne 7 von 7 Linkskills. Wir haben hier Super Saiyan, Prepare for Battle und Fierce Battle, wir haben eine gute Anzahl an Ki eingesammelt, ihr könnt mich aber auch an der Stelle, gut getankt auf jeden Fall, 1,24, keine Dupes, sehr schön. Gut, das ist das Minimum quasi gewesen an Dash in dieser Teamkonstellation. Und dieses Team spiele ich, wie gesagt, mein allgemeines Pure Saiyan Team. Man kennt es ja, man spielt nebenbei Dokkan und dann tippt man einfach drauf und es funktioniert. Und das ist quasi so dieses Team, sage ich mal. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie euer Team denn mit Vegeta aussieht. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und dann gucken wir einfach mal, spielen wir ein bisschen rum. Und im zweiten Team werden wir sehen, okay, 7 von 7 Linkskills gegen... Oh, hier haben wir auch sehr schön Key. 7 von 7 Linkskills gegen dann im Endeffekt. Moment. Ja, Minimum will ich nicht sagen. In dieser Konstellation Minimum wäre halt Super Saiyan eigentlich nur mit Merge und Vegeta. 1,37, okay, sehr schön. Aber halt dann quasi mit Evo. Also dann halt, ich zeige mal einen Füße Vegeta in Rotation und dann sehen wir mal so den Unterschied. Oder auch wie sich Evo Vegeta macht. 1,59, sehr schön. Bei dem nicht wundern, der wird auf jeden Fall am Anfang ein bisschen mehr drauf haben oder mehr auf dem Radar haben, weil er hat einen Dupe bei mir. Aber auch er ist wirklich ein sehr guter Charakter. Und Margin Vegeta, der haut den so oder so links und rechts zur Seite. Genau, an sich diese Transformationscharaktere, Freunde. Wie gesagt, sie sind, man will die letzte Transformation sehen, ich verstehe es. Aber wir sind davon nicht abhängig. Vor allem Vegeta und Freezer nicht. Warum? Warum so, oh. Okay, warte mal, hier haben wir auch wieder schöne Linkskins. Okay, eigentlich. Okay, jetzt habe ich hier auch Ding. Aber ja, nicht schlimm, nicht schlimm. Dann sehen wir hier, dann machst du einfach mal so. Da haben wir hier quasi auch einen Füße Vegeta mit Broly, Super Saiyan, Fierce Battle. Und Super Saiyan Fierce Battle und Prepare for Battle, das sind quasi die Standard Linkskills, die die Charaktere sind, die das Skill haben. Also ihr müsst ihn nicht unbedingt mit Super Vegeta in der Rotation haben. Wenn ihr Super Vegeta nicht habt, ihr könnt auch, wie gesagt, jeden anderen Saiyan nehmen. Wenn ihr die quasi, ihr seht, er macht seinen Job trotzdem gut. Und dann haben wir aber im zweiten Team dann einen Ticken mehr mit Prodigies noch drauf. Ja gut, dann haben wir ein bisschen bessere, mehrere Szenarien, sag ich mal. Ist nicht schlimm. Genau, wie gesagt, Freezy, also Goku, das Problem bei Goku ist bei den Transforming Charakteren, also Freezer und Evo Vegeta, Freezer und Freeze Vegeta, die sind wirklich nicht abhängig von ihren letzten verdammten Transformationen, weil zuvor sind sie auch wirklich konsistent. Ihr merkt schon, sie linken sich sehr gut, sie bringen wirklich Gutes auf dem Radar, sag ich mal, auch so. Er hat jetzt schon an der Stelle
248. Okay, ich wollte eigentlich auf die auf die Verteidigung gucken, aber seine Verteidigung wurde verhindert, weil die Verteidigung, die geht auch noch brachial hoch, das werden wir sehen. Und genau, weil diese Charaktere, die bewegen sich im Schnitt von Transformation 1 bis 3. Also in dem Fall Vegeta Super Saiyan, Super Vegeta und Super Saiyan 2 Vegeta. Und Freezer und Vegeta machen da ihren Job sehr, sehr gut. Weil sie ihre Links, von den Linkskills her, sind sie sehr gut gedeckt in ihren Teams. Weil Vegeta ist, wird eine Runde vielleicht problematisch mit Gott Vegeta, aber das überlebt man, weil danach bekommt er wieder Prepare for Battle zurück. Bei Goku ist das Problem, er verliert relativ früh Prepare for Battle, das merkt man einfach. Und also von den drei würde ich Vegeta und Freezer auf eine Stufe setzen, sag ich mal, Goku drunter und vielleicht Vegeta minimal eine kleine Mini-Stufe über Freezer wegen seinem Leader-Skill, aber ihr merkt es auch schon, also wirklich, sie machen ihren Job gut. Das, also ich hoffe, ich kann es euch, kann es dem einen oder anderen dann auch hier noch zeigen, wenn er noch Zweifel hat. Okay, dann machen wir das Ganze mal hier folgendermaßen. Boom und Majin sollte dann die bekommen, richtig, richtig. Also ich habe jetzt quasi Rotation gebrochen, eigentlich hätte ich Majin mit Bardock und das würde alles funktionieren. Aber nicht schlimm, dann sehen wir quasi auch hier Super Saiyan Prepare for Battle 4's Battle. Somit ein Szenario haben wir gesehen. Vegeta ist hier in, jetzt in Super Saiyan 2 Stufe. Was hat er da quasi auf dem Radar? Keine Supporter, nicht so durch die Links jetzt. 1,46 ohne Dupes, sehr nice auf jeden Fall. Sehr cool zu sehen. Und dann werden wir gleich mal rüberspringen das zweite Team. Alles klar, Freunde. Und das zweite Team jetzt quasi im Vergleich. Einmal Evo Vegeta. Machen wir das mal so. Und einmal dann, also hier haben wir jetzt an der Stelle, ja, nehmen wir mal die Key, das ist ein Merki. Hier haben wir dann an der Stelle jetzt mit Evo Vegeta Super Saiyan, Prepare for Battle Prodigies. Also Prodigies würde das Angriff anbelangt quasi noch dazukommen, außerhalb von den Standard-Link-Skills, die jeder Super Saiyan hat. Und dann haben wir die andere mit 7 von 7, wie immer. Und da sehen wir dann quasi von der Rotation her den Vergleich. Weil, wie gesagt, Vegeta kann man mit mehreren Charakteren spielen. Wenn ihr Super Vegeta Int nicht habt, dann heißt das nicht, oh je, ihr könnt physisch Vegeta nicht spielen. Nein, ihr könnt ihn mit Evo Vegeta spielen, ihr könnt ihn mit physisch Broly spielen, der hat ja zusätzlich auch Prodigies dazu, mit Agelbro hat er auch Prodigies, aber kein Super Saiyan. Oder auch an sich einfach, wie gesagt, deswegen ist er so konsistent wegen dem Link-Skills. Mit jedem anderen Super Saiyan oder an sich mit jedem anderen, mit vielen Charakteren, ich sag's mal besser so, mit vielen Charakteren aus seinen Links, aus seinem Leader-Skill, denn viele Charaktere haben eben diese Link-Skills. Das sind so die Standard-Super Saiyan oder Saiyan-Link-Skills. Prepare for Battle, Super Saiyan 4's Battle. Deswegen, Freunde, wirklich meiner Meinung nach 1,66, keine Dupes. 1,66 und das ist die erste Transformation gewesen. Wie gesagt, den ignorieren wir leicht, aber im Sinne von nicht, dass er schlecht ist, er ist sehr, sehr gut, aber der hat einen Dupe, deswegen hat er gerade ein bisschen mehr gehabt, aber ihr seht es, wir werden auch gleich sehen, Freunde, was für eine Verteidigung der bekommen wird, was für Zahlen der an der Verteidigung fließen, ja, im allerletzten Szenario so oder so, wie das Ganze eskalieren wird, und genau, gut, so, dann nehmen wir mal jetzt hier an der Stelle ein Orb ein, ja, das Mindeste, sag ich mal, und guck mal, wie das jetzt ist, natürlich haben wir einen Support am Start, aber ja, nicht schlimm. Und ihr habt es schon jetzt gemerkt, im Team davor, das habe ich halt legit nebenbei so gespielt, hat aber funktioniert, hat trotzdem gut auf dem Radar gehabt, 1,44 mit einem Orb, mit Support, realistisches Szenario. Also ihr habt im Team davor auch gesehen, er hat trotzdem das geleistet, was er leisten soll, beziehungsweise war er wirklich gut, er war wirklich solide. Und, Mist, ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen, das habe ich aber vergessen. Jetzt haben wir sehr viele Orbs hier an der Stelle, sehr schön. Und ich wollte irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Achso, ihr habt es auch gemerkt in dem Szenario davor, in dem Kampf davor, dass wir uns von Stufe 1 bis 3 bewegt haben. Und das ist so das 1,78. Und das ist das Übliche, was wir sehen werden von ihm. Und natürlich, wie man die letzte Transformation, ich weiß, man will sie sehen, weil deswegen gibt es die Karten, sag ich mal. Das ist wirklich sehr geil zu sehen. Aber dazu kommen noch in anderen Showcases, so wie das visuell geil aussieht. Aber sind davon nicht abhängig. Ich hoffe, ich konnte das dem einen oder anderen rüberbringen oder verständlich machen. Und Vegeta ist konsistent, offensiv gut, defensiv gut. Und wenn er die letzte Transformation dann letztlich erreicht, dann eskaliert es halt. Du hast wirklich einen sehr guten Heal am Start. Weil er dann physisch Orbs einsammelt, logischerweise. Und er macht wirklich sehr viel Schaden. Und das Ding ist, nehmen wir mal an, der Gegner überlebt dann der Gegner 1,69. Ich achte gerade nicht auf die Vergleich, Freunde, aber ihr merkt, 7 von 7 und nicht viel 7 von 7. Trotzdem so macht er wirklich Gutes. Trotzdem legt er Gutes an den Tag, sage ich mal. Und jetzt haben wir wieder 7 von 7. Warte mal, lass mich erst auf eine Sache konzentrieren an der Stelle. Wir hatten jetzt
Machen wir das mal so. Wir hatten jetzt zuvor nicht 7 von 7, kam auf 1,69. Jetzt haben wir gute Key, jetzt haben wir 7 von 7 links. Jetzt lass uns das mal angucken. Wir haben auch einen Support am Start. Und dann überlege ich mal wieder, was ich zuvor sagen wollte. Also dieser Superweg ist auch wirklich gut, aber wenn ihr ihn nicht habt, ist es nicht schlimm. Ihr könnt wirklich Vegeta auch mit jedem anderen Charakter spielen. Gut spielen zusammen. 1,69 war es die Runde davor, jetzt haben wir 7 von 7. 1,9. Kein Dupe, realistisches Szenario. Und darum geht es mir. Was meine ich damit, realistisches Szenario? Das ist einfach so, nicht, dass ich irgendwas buff mit Items oder so, tralala. Sondern realistisches Szenario. Er ist eine Rotation und ein Supporter kommt rein. Er bekommt gut Key. Ich habe jetzt auch darauf geachtet zu gucken, wenn er, wie sein Angriff ist, wenn er wenig Key bekommt. Hat trotzdem gut funktioniert. Und hier an der Stelle. Das ist geil. Das ist geil. Warum? Weil der hat jetzt. Der hat jetzt alles getriggert. 60% auf den Angriff hat er. Weil dieser Godku und Support Aspekt. Dieser Godku hat Godly Power. Vegeta hat und auch Warrior Gods. Vegeta hat Warrior Gods und Prodigies. Und Super Saiyan Solo 2,14. Keine Dupe, gar nichts. Das ist ein guter Charakter. Jetzt aber perfekt. Jetzt sehen wir, jetzt hat er nicht mehr 7 von 7. Was geht jetzt ab? Wir hatten gerade 2,1, indem er 6% auf den Angriff hatte. Hier hat er nur Super Saiyan, Prodigies und Fierce Battle und Supporter. Also das war geil. Das fand ich cool. Ich konnte hier gut was zeigen. 1,8. Ja, sieh mal einen her. Auch richtig gut auf jeden Fall. Dieses Gameplay fand ich cool. Also fand ich wirklich gut. Da hatten wir wirklich gesehen, okay, mit viel Link-Skills, mit wenig Link-Skills, mit viel Key, mit wenig Key. Wie tankt er? Was? 23.000 von der Super-Attack vom neuesten Dokkan-Event. Das ist nichts. Also er tankt sehr, sehr gut. GG. Also wirklich, Freunde, er ist wirklich ein sehr guter Charakter, nutzerfreundlicher Charakter. Er ist nicht abhängig von der letzten Transformation. Haben wir gesehen, wenn er die letzte Transformation erreicht, gucken wir jetzt auch, was abgeht. Oh, wir haben wieder gute Linkskills. Was hier jetzt fehlen würde, wäre Prodigies. Das ganze verdammte Feld ist... BAM! Hat er eingesammelt. Gibt euch mal, ich flehe euch an, gebt euch die Verteidigung. Manch ein anderer Charakter hat nicht mal so viel Angriff. Krass. Also was hier in dem Szenario jetzt quasi noch fehlen würde, wäre Prodigies. Ist aber nicht schlimm. Das Szenario werde ich euch am Ende auch noch ranhängen. 3,8 Millionen auf dem Radar. Und genau, wir haben uns zum einen sehr gut geheilt, weil wir viele physische Orbs hatten. Aber nicht wundern, Vegeta, der Dokkan von Vegeta, der hat eine Damage Reduction. Deswegen haben wir nicht so viel auf dem Radar gesehen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wisst ihr, was der Vorteil an Vegeta ist, meiner Meinung nach? Oder was nochmal einen weiteren kleinen Vorteil gibt? Er hat jetzt die letzte Stufe erreicht. Er hat den Gegner nicht besiegt. Kann passieren, das ist realistisch. Er hat den Gegner nicht besiegt, aber selbst danach bleibt er gut. Warum? Weil er hat Prepare for Battle. Also er hat gute Linkskills, er hat Prepare for Battle, das ist das Wichtigste. Und er hat bis dahin übertrieben viel Verteidigung gestackt. Er ist sehr tanky und er hat Attack unter 25%. Also selbst danach ist er gut. Bei Goku und Freezer ist so, wenn sie die letzte Ration erreichen, dann kriegen sie ja einmalig und bekommen ihre volle Key. Bei Goku merkst du aber sofort, okay, shit, wenn der Gegner nach der Transformation überlebt, selbst wenn es ein Crit ist, dann fehlt Goku einfach links, also wenn man keine guten Partner für ihn hat, dann fehlen links jetzt, oder der kommt nicht mehr so easy auf seine Super Attack. Aber das, was auf dem Radar steht, sag ich mal, bei Goku und Freezer, nach ihrer All-Out-Ulti, das ist dann normal so, das ist dann... Natürlich gut, aber nichts Überwältigendes. Bei Vegeta steht dann trotzdem noch konstant über 2 Millionen drauf. Weil der hat ja noch Zugriff auf seine volle Passive. Also, jetzt abgesehen von dem, dass er ändert. Weil er bekommt immer noch weiterhin pro Orb, den er einsammelt, 10% drauf. Nichts wie bei Goku und Freezer, dass sie nicht mehr kritten und sowas. Ist das, was ich meine? Jetzt lasst mich euch noch ein allerletztes Szenario zeigen. So, Freunde, zum einen sehen wir dann hier in diesem Szenario quasi 60% auf den Angriff, was er jetzt hat durch die Linkskills. Das werden wir gleich sehen, weil ich habe jetzt quasi das Team, was ich gesagt habe, Gott, Vegeta rein rotiert. Und somit hat er 60% auf den Angriff. Wir haben Parus am Start und da will ich mal drauf schauen, was auf dem Radar steht da mit dem 60% auf den Angriff. Verteidigung wieder auf 168.000 auf jeden Fall. Und auf dem Radar steht dann hier gleich an der Stelle Folgendes dran.
Ja, mit Gott Veta nehmen wir einfach mal welche an. Die Szenarien habe ich quasi zuvor aufgenommen, Freunde, weil es hat auf jeden Fall ein bisschen gebraucht, dass ich das Ganze triggern kann. 3,8 Millionen. Keine Dupes. 3,8 Millionen. 60% getriggert, 40% von Paragus. Richtig gut auf jeden Fall. Und wir haben jetzt wieder mit dem Doka-Mode 60%. Also jeden Angriff links ist getriggert, ja, und 40% Support-Aspekt mit dem Doka-Mode. Gucken wir uns das Ganze mal, was hier dann rausgeflossen ist. Das ist auf jeden Fall insane gewesen, was dieser Doka-Mode geleistet hat. Freunde, wie gesagt, Fazit zum Abschluss. Vegeta, wirklich, redet ihn nicht runter, auf gar keinen Fall abhängig von seiner letzten Transformation. Konsistent, er ist sehr gut, sein linkes Setup, was er kann, er macht gut Damage ohne Duke, er kann gut tanken, er ist... Also es ist wirklich ein guter Charakter, also ich kann dann ihm nichts bemängeln. Sag ich mal, eins, was ich bemängeln könnte, 4,9 im Doka-Mode. Eins, was ich bemängeln könnte, wäre an der Stelle vielleicht, dass er ja, vom Physisch-Type ist und kein Free-Crit hat. Aber mein Gott, das ist nicht die Welt, das ist auf jeden Fall nicht schlimm. Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, könnt ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.